Hallo zusammen. Vor wenigen Tagen hat eine Sensationsmeldung das Europaparlament erschüttert. Ein EU-Gericht hat Ursula von der Leyen wegen ihrer Deals mit Impfstoffherstellern des Rechtsbruchs beschuldigt. Das Urteil besagt, dass ihre geheimen Abmachungen gegen EU-Recht verstoßen haben. Besonders pikant. Der umstrittene Haftungsausschluss in den Verträgen wurde kritisiert, da laut Gericht die Haftung aufgrund verschiedener EU-Richtlinien nicht einfach durch Klauseln ausgeschlossen werden kann. Das heißt, die Hersteller müssen für Schäden haften, die durch ihre mangelhaften Produkte entstehen. Aber keine Sorge, diese Klauseln wurden natürlich heimlich in die Verträge der EU-Kommission eingebaut und geheim gehalten, um die Interessen der armen, schutzlosen Unternehmen zu wahren. Die Berliner Zeitung berichtete als erste über das Urteil. Ursula von der Leyen wird nun also offiziell Rechtsbruch vorgeworfen. Erste Stimmen nach einem Ende ihrer politischen Karriere wurden laut und sogar die Grünen, die sie ursprünglich unterstützten, haben nach dem Urteil Konsequenzen angekündigt. Die französische Europaabgeordnete Manon Aubry und die grüne Politikerin Tilly Metz äußerten scharfe Kritik. Aubry monierte den Mangel an Transparenz der Kommission, während Metz betonte, dass das Urteil von großer Bedeutung für die zukünftigen Beschaffungsprozesse der EU sei. Der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn fügte hinzu, die EU-Kommission schulde nicht den großen Konzernen Geheimhaltung, sondern der Öffentlichkeit Transparenz. Das Urteil des EU-Gerichts ist ein schwerer Schlag für Ursula von der Leyen und ihre politische Karriere. Es bleibt abzuwarten, ob das Europaparlament trotz des Urteils an ihrer Wiederwahl festhält oder ob es zu einem Wechsel an der Spitze der EU-Kommission kommt. Die Forderungen nach Transparenz und Konsequenzen sind laut und die nächsten Stunden und Tage werden zeigen, wie sich die Situation weiterentwickelt.